ein bisschen wenig. Die Mutter haben wir jetzt schon ein paar Mal platt gemacht. Mit dem Dr. Fetus geht's eigentlich. Es ist ziemlich einfach. Solange man sich nicht dumm von dem Stiefel treffen lässt, ist eigentlich alles okay. Man sieht's ja jetzt, wir haben's auch platt gemacht. Alles okay, kein einziges Herz verloren, so muss das sein. So, dann gehen wir runter. Ab in die nächste Ebene, The Womp 1. Jetzt kommen wir, glaube ich, schon in die Ebenen, wo wir ein Herz verlieren pro Gegner. Also pro Schadens. Ja, genau, jetzt ist es soweit. Jetzt beginnt der Spaß. Was haben wir hier? Noch eine Slotmaschine, zack. Die Zecke. Die Zecke, was macht nochmal die Zecke? Da muss ich auch mal eben nachschauen. Ja, also die Bosse besitzen 15% weniger Leben und wir erhalten ein Herz. Aber wir können dann keine weiteren Trinkets mehr aufheben. Das heißt, unser Child's Heart wäre dann weg. Ach komm, das machen wir. Aber das kann auch nicht sein. Ja doch, das kann sein. Gut. Gut, dann haben die Bosse wenigstens ein bisschen weniger live. Kann nicht schaden. Wenn ich gerade überlege, bin mir ja auch nicht sicher, ob mein Child's Heart wirklich. So, Flat Penny können wir nicht aufnehmen, haben wir ja schon gesagt. Jetzt dadurch, dass wir die Zecke aufgehoben haben, können wir jetzt nichts anderes mehr aufheben. Aber dafür haben die Bosse auch weniger live. Ist ja auch mal was. So, die Viecher hier sind ziemlich simpel, kennen wir ja schon. Zack. Jetzt sollten wir versuchen, so schnell wie möglich zum Boss zu kommen. Gar nicht großartig rumprobieren. Gar nicht großartig rumkaspern hier. Zack. Weil die Gegner machen uns ja, wie ich schon gesagt habe, einen Schaden. Bei den Viechern sollte man auch aufpassen, die können durch Wände fliegen. Das heißt, man sollte nicht vielleicht nicht in der Wand stehen bleiben, so wie ich es gerade fast gemacht hätte. Aber man denkt, ah, ich kann ja in der Wand stehen bleiben, weil ich ein Geist bin. Aber die Viecher, die trollen einen dann ganz gewaltig, weil die dann mal reinfliegen. Und hier sollte man sich einfach so schnell wie möglich bewegen, damit man auch nicht getroffen wird. Weil die Viecher fordern sich und machen Schaden. Und schreien rum wie gestörte. So, jetzt das können wir nicht aufheben, das Ding. Mit dem Ding haben wir eine höhere Chance auf Tarotkarten. Mit der Karte hier, mit der Ass-Karte. Hier ist schon der Boss, da gehen wir direkt rein. Was ist das? Loki. Alter Schwede, was ist das denn, ey? Für ein ekelhaftes Viech. Ja, der Boss war irgendwie mega schlecht. Oh Mann. Ja, jetzt haben wir noch Shot Speed ab. Können wir schneller schießen hier. Ich weiß nicht, ob das was gebracht hat, weil unsere Bomben explodieren eigentlich immer gleich. Und ab in die letzte Ebene. So, jetzt bin ich mal gespannt hier. Vielleicht schaffen wir ja diesmal. Wäre mal ganz cool, wenn wir die Dr. Fetus Challenge hier mal abhaken könnten quasi. So, hier können wir uns die Goldkiste noch holen. Zack. So, das Viech teilt sich in zwei Gehirne auf, die dann rumrollern. Schon mal gesagt. Die rollen nur an Wänden lang. Das heißt, man kann die ziemlich, wenn man in der Mitte stehen bleibt, einfach trollen. Hier, die kann man auch schnell wegmachen. Immer mal gucken, ob man einen Zickeltraum findet. Sollte jetzt nicht unser Ziel sein, hier nur unbedingt die Zickelträume zu finden, aber man kann ja mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob man hier rübergehen kann über das Ding noch mit dem Geist, aber ich versuch's einfach gar nicht, weil wir brauchen eh das Leben, das wir haben. Hier sollte auch ein Zwischenraum sein. Nee. Gut, dann geht's weiter. So, warum die hier nur Herzen sind und keine Masken, verstehe ich zwar auch gerade nicht, aber gut. So. Ah, hier ist ein Zwischenraum. Und Münzen. Münzen, 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 Münzen. So, vielleicht kriegen wir ja gleich noch für den Boss noch ein schönes Item. Vielleicht so ein Book of Shadows, das wäre noch ganz geil. Oder ja, irgendwas anderes Tolles, womit wir noch Schaden verursachen können. Yay, ein Seelenherz. Nein, gehst du weg, Spinne? Nein, Spinne, gehst du weg. Du gehst nicht an mich ran. So. Boah, nein, Alter, meine Hassgegner. Meine Hassgegner, meine Hassgegner, meine Hassgegner. Die Augen sind richtig schlimm. Also, die sind richtig, richtig, richtig schlimm. Da muss man richtig aufpassen. Weil man sollte immer sich bewegen, weil die Augen, sobald man auch nur einen Bruchteil von einer Sekunde stehen bleibt, ja, sieht man ja, machen die so einen Laser.
Das war jetzt schon die stärkere Version von dem Auge. Die macht so einen dicken Laser. Da sollte man echt aufpassen. Tears up. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Sagen wir nicht nein. Was haben wir hier? Telepilz. Brauchen wir jetzt nicht. Ist jetzt nicht so, dass wir das... Aber wir gehen mal in den Arcade-Raum rein, weil in dem Arcade-Raum kann man auch mal... A game kit has appeared in the basement. Okay. Wir waren jetzt anscheinend so und so oft in Arcade-Räumen. Und deswegen, gut, Herzen haben wir genug. Bomben haben wir auch genug. Das heißt, falls wir mal irgendwas brauchen... Vielleicht noch ein blaues Herz. Komm. Nee. Falls wir mal irgendwas brauchen, gehen wir einfach hier in den Raum. Wir benutzen jetzt unseren Telepilz. Oh mein Gott, okay, die Ebene ist auf jeden Fall noch riesig. Wir sollten jetzt auf jeden Fall so schnell wie möglich zur Mutter gehen. Okay. Das war natürlich wieder ein bisschen scheiße. Habe ich mich natürlich wieder treffen lassen von so einem kleinen Spacko. So, die sollten uns jetzt hier nicht treffen. Das wäre ganz cool. So, da ist auch schon der Bossraum. Da würde ich sagen, schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? Ich versuche einfach mal mit der Slot Machine hier noch ein paar Herzen zu kriegen. Da haben wir noch einen Telepilz. Jawohl. Komm schon. Bomben. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Seelenherzen. Sollten wir auf jeden Fall... Naja, eine Fliege brauche ich jetzt hier nicht unbedingt. Schlüssel. Wir können jetzt hier jede Münze benutzen, die wir eigentlich haben. Weil wir sind ja jetzt hier an der letzten Ebene. Das heißt, wir können jetzt hier echt jeden Scheiß benutzen, den wir haben. Jawohl, noch zwei Seelenherzen. Ne, drei brauchen wir noch. Dann können wir mit vollem Herzen sollten wir eigentlich die Mutter schaffen. Also, wenn das nicht gehen sollte, oder das Herz der Mutter, eher gesagt. Dann weiß ich auch nicht mehr. Komm schon, gib mir noch ein paar Seelenherzen. So. Das sieht ja nicht gut aus hier. Wir haben zwar normale Herzen, aber keine Seelenherzen. Aber Seelenherzen sind auch seltener. Das kommt auch noch dazu. Münzen. Blaue Pille. Ist auch Telepilz oder was? Mein Gott. Ja, so eine blaue Pille wäre natürlich auch... So eine andere Pille wäre natürlich auch ganz cool. Wir müssen das jetzt leider ein paar Mal machen. Kommen wir nicht drum rum. Der Raum sieht schon voll... lustig aus, mit den ganzen Herzen hier drum. Ja, komm schon. Ah, ein bisschen Glück hier. 22 Münzen haben wir noch. Gut, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr. Mein Gott, wir haben nur Telepilz hier. Was ist das denn hier für ein Scheiß? Ich will doch keine Telepilz haben. Was haben wir hier? Bad Gas Pille. Ja, die können wir uns aufheben. Können wir gleich bei der Mutter benutzen. 19 Münzen haben wir noch. Das müssen wir jetzt ein paar Mal machen. So, eine Bombe. 15 Münzen noch. 14. Haben schon eins noch. Pretty Fly, jetzt haben wir eine Fliege. Sehr schön. Haben wir eine Fliege um uns rumfliegen. Die blockt, glaube ich, eine Kugel ab oder greift einen Gegner an. Ist jetzt nicht so mega gut, aber besser als nichts. Würde ich mal fast behaupten. So, komm schon. Ein Seelenherz noch wenigstens noch. Komm, damit wir wenigstens mit fast vollen Seelenherzen da reingehen. Komm schon. Ein bisschen Glück. Ein bisschen Glück. Ein bisschen Glück. Oder auch nicht. Gut, es sollte wohl nicht sein. Gut, wir holen uns jetzt die Bad Guest Pille und ja, dann würde ich mal sagen, auf in den Kampf. Mit dem Herz von der Mutter. Von der Mutter, von der Mutter. Oh nein. Direkt die Gegner oder was? Ey, komm schon, leck mich. Sehr schön. Komm schon. Mach dich tot. Ich mach dich tot, du fette Mutter. Ich mach dich tot, du fette Mutti. Ganz klar hier abgeklärt. Aber richtig, Mega-Fetus. So, wir haben jetzt auch Mega-Fetus freigeschaltet. Ja, wenn wir jetzt nochmal so ein Dr.-Fetus-Item gefunden hätten. Oder wir können jetzt Dr.-Fetus auch im normalen Spiel finden. Und wir können das sogar noch ein zweites Mal finden. Und zwar, dann haben wir Lenkraketen oder so Raketen können wir dann schießen. Nicht mehr nur so, Hauptsache hier ist ein Teufelsraum, da gehen wir mal rein. Okay. Was ist das denn?
Okay, ich bin jetzt gerade ein wenig verwirrt. Weil wir haben jetzt hier eine Goldkiste, aber wir haben doch hier auch einen Teufelsraum gehabt. Okay, der ist jetzt weg. Und da war ein Weg nach unten. Gut, ich habe keine Ahnung, was das war. Vielleicht war das auch einfach nur ein Bug. Jedenfalls haben wir die Mutter besiegt wieder und wir machen jetzt hier die Truhe auf. Was haben wir da drin? Ich bin gespannt. Okay, News. Das war ja dieses Seil, was wir gerade schon hatten, als wir... Ah, unser Isaac hat sich aufgehangen. Gibt's ja gar nicht. Oh mein Gott. Der arme kleine Isaac hat sich aufgehangen. Na, das können wir ja wieder hier wegskippen eigentlich. So, jetzt haben wir ja auch bei Challenges. Man sieht's hier, man kann noch die Doctor's Revenge Challenge nochmal machen. Aber wir haben die ja jetzt geschafft. Unsere erste Challenge, yay. Unsere erste Challenge geschafft hier. Ja, die 10. Challenge wird freigeschaltet, wenn wir alle anderen Challenges geschafft haben. Wobei man sagen muss, hier Doctor's Revenge und Meet Forever sind eigentlich schon die einfachsten Challenges. Da gibt es dann noch sowas wie hier 9 Deaths. Das heißt, wir starten mit einem Leben und können 9-mal wiederkommen. Oder Dark Was the Night zum Beispiel, da haben wir keine Karte. Das heißt, wir gehen einfach nur blind durch die Map und müssen uns alles merken. Was haben wir hier noch? Spider-Boy, da haben wir wahrscheinlich viele Spinnen. Räume. Was haben wir noch? Large March habe ich auch noch nie gespielt. 7 Years Bad Luck. Da haben wir wahrscheinlich nur Scheiße, finden wir da, nur Kacke. Ja, da werden wir auf jeden Fall noch alles spielen. Das weiß ich auf jeden Fall. Unsere Collection hier ist auch schon ziemlich groß. Da fehlen immer noch ziemlich viele Items, sehe ich gerade mal. Also es gibt immer noch eine Menge Items, die ich noch nie gefunden habe. Gerade hier auch auf der zweiten Seite. Da gibt es echt noch eine ganze Menge. Und wir werden natürlich auch noch hier Samson freischalten. Den haben wir ja hier. Da müssen wir in zwei Räume rein und dann die Mutter killen. Das werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Da muss ich mal gucken, wie wir das machen. Am besten wahrscheinlich mit Kane. Gut, aber vorerst war es das erstmal für heute mit Binding of Isaac. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wie immer. Und ja, würde einfach sagen, wir sehen uns bei der nächsten Runde Binding of Isaac wieder. Oder ihr schaut euch einfach mal eins der anderen Videos hier auf unserem Kanal an. Ich wünsche euch viel Spaß und sage einfach bis zum nächsten Mal. Ciao!